Dann können wir starten und ich begrüße euch herzlich zur Pressekonferenz vor dem Derby am Sonntag beim SV Meppen, Anstoß 14 Uhr. Hier oben begrüße ich Daniel Thun und Baschim Rennecke an meiner Seite. Baschi, Sieg zum Auftakt gegen Würzburg. Wie wichtig war das für euch als Mannschaft? Ja, ich denke, so ein Sieg ist immer enorm wichtig. Erst recht nach dem ersten Spiel. Das gibt Selbstvertrauen und gibt Mut für die nächsten Aufgaben. Daniel, wie wichtig schätzt du es ein, also den Sieg im Allgemeinen zum Auftakt, aber auch gerade, dass er, also die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, Wendesieg in der letzten Sekunde oder Minute? Ja, wir Trainer wissen ja nie so wirklich, wo wir stehen beim ersten Spieltag. Vorbereitung ist gelaufen und klar wünscht sich jeder einen optimalen Start. Ein optimaler Start bedeutet halt immer, erster Spieltag 3 Punkte, weil man nicht warten muss auf den ersten Sieg. Und das Ganze, wie das zustande gekommen ist, war sicherlich von der Dramaturgie her nicht zu toppen in der 94. Minute, aber klar nehmen wir auch Dinge mit aus dem Spiel heraus. Wir lagen zurück, wir haben ausgeglichen, wir haben die Unterstützung vom Publikum bekommen und sind dann natürlich auch mit dem Sieg dann nachher belohnt worden. Und das hat uns geholfen in dieser Woche, auch im Training und natürlich auch, wenn wir jetzt nach Meppen fahren, so ein gewisses Selbstbewusstsein, so ein bisschen breitere Brust ist sicherlich jetzt schon gegeben. Meppen ist das Stichwort, Baschi. Du hattest schon gegenüber VfL TV gesagt, dass es natürlich in erster Linie für die Fans ein ganz besonderes Spiel ist. Wie sieht es denn für euch als Spieler aus? Ja, ich hatte gesagt, dass es ein besonderes Spiel ist für die Fans in erster Linie. Aber für uns ist es auch ein sehr wichtiges Spiel. Klar, man könnte jetzt sagen, es ist ein Spiel wie jedes andere, weil es da auch 3 Punkte zu holen gibt. Aber man merkt das ja auch in der Trainingswoche, die Anspannung ist sehr hoch bei jedem Einzelnen und es hat eine besondere Bedeutung, so ein Derby. Daniel, wie siehst du den Gegner? Mit welchem Gefühl fährst du nach Meppen? Was erwartest du für ein Spiel? Ja, sicherlich wieder eins von Emotionen geladenes Spiel. Ich glaube, das hat ja immer grundsätzlich bei jedem Derby, trifft das immer ein. Ich habe die Meppner gesehen am vergangenen Montag in Lotte. Sicherlich, glaube ich, mit einem gerechten Unentschieden dann hinten heraus, aber natürlich schon mit einer richtig guten Spielanlage der Meppner. Und was sich zeigen wird in diesem Jahr, ist sicherlich auch, dass SV Meppen in der letzten Saison eine richtig gute Rolle gespielt hat. Sie sind eingespielt, sie haben zwar mit Benjamin Giert ihren Top-Torjäger verloren, aber trotzdem noch viel Qualität. Und das ist etwas, wofür das Emsland, glaube ich, gerade ein bisschen steht und wächst, diese Geschlossenheit. Und sie werden eine richtig gute Rolle diese Saison auch spielen. Wir freuen uns auf das Spiel und entsprechend werden wir einen Gegner haben, der sicherlich auch alles reinwirft. Wer freut sich mit dir gemeinsam? Also wer steht zur Verfügung, beziehungsweise besser gesagt, wer steht am Sonntag nicht zur Verfügung aktuell? Ja, die beiden Langzeitverletzten werden nicht im Kader stehen mit Sebastian Klaas und Simon Haubrock. Und der dritte ist dann Laurenz Beckemeyer als dritter Torhüter, der dann in der U19 zum Einsatz kommt. Und alle anderen 22 stehen uns somit zur Verfügung. Harte Entscheidung wieder im Kader, weil jeder bei seinem Derby dabei sein möchte. Harte Entscheidung in der ersten Elf. Also wir werden noch ein paar unruhige Stunden verleben bis zum Spieltag. Und damit spiele ich den Ball rüber zu euch. Wenn ihr Fragen habt, dann jetzt. Baschim, du bist auch fit. Du hast gestern mit dem Training ausgesetzt, habe ich gehört. Ja, ich habe eine kleine Blessur aus dem letzten Spiel. Oder man muss sagen, vor dem ersten Spiel hatte ich schon ein bisschen Probleme mit meinem Oberschenkel. Diese Probleme sind weniger geworden, aber ich habe es halt noch gemerkt, ich habe den Oberschenkel noch gemerkt gestern und deswegen muss ich aussetzen, aber ich glaube, ich kann heute wieder einsteigen. Daniel, kannst du uns noch so ein bisschen teilhaben lassen an deinen taktischen Erwägungen, die du jetzt im Hinblick auf das Spiel im Meppen im Kopf hast? Ja, taktische Erwägung. Ich glaube, wir sind nicht so schlecht gefahren mit der Elf, die letzte Woche auf dem Platz gestanden hat, von Minute 1 an. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass die Jungs, die reingekommen sind, in die Startelf drängen. Und da ist es sicherlich so, dass wir auch uns unsere Gedanken machen. Wir haben mit Faruna Polido jemanden gehabt, der die letzte Minute schon ordentlich für Wirbel gesorgt hat und das Siegtor geschossen hat. Ein Tim Danneberg, der drängt, der unbedingt wieder in die erste Elf will. Und so verhält sich das bei den anderen Spielern auch. Wir haben schon eine kleine Idee, wie wir das Ganze angehen am Sonntag. Aber da werde ich euch nicht dran teilhaben lassen. Ich bin gerade am Überlegen, wie oft du im lila Trikot selber gegen den SV Meppen gespielt hast. So oft war das, glaube ich, gar nicht, oder? Oder hast du so besondere Spiele noch in Erinnerung im Emsland? Oder hier an der Brücke gegen Meppen? Mein erstes Spiel im Emsland habe ich in Erinnerung. Wir haben 2-0 gewonnen. Es war ein Nebelspiel. Ich glaub,
Ihr habt es vom NDR auch übertragen live und Christian Klaassen gehörte zu den Torschützen und Daniel Thun auch. Entsprechend gute Erinnerung, 2-0 gewonnen. Ja, das ist eine Erinnerung. Wir haben hier zu Hause, wir haben noch mal einmal gegeneinander gespielt, aber letztendlich nicht ganz so viele Derbys gehabt mit Meppen. Gab unterschiedliche Gründe, Verletzungen, Sperren. Ich erinnere mich da ein bisschen an das ein oder andere Spiel, wo ich nicht dran teilnehmen konnte, aber auf dem Platz gute Erinnerungen gehabt. Baschim, immer ein gutes Gefühl für einen Spieler hier zu sitzen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wenn einer hier saß, dass er nicht in der Startelf war. Wie ist denn das so vor so einem Spiel? Merkt man das, dass alle noch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen, um dabei zu sein? Kann man das so sagen oder ist es dann doch das normale Spiel? Nein, definitiv. Ich glaube, ich habe gerade auch schon gesagt, das ist ein besonderes Spiel für jeden Einzelnen und ich glaube, im Training gibt jeder noch mal ein bisschen mehr Prozent und will unbedingt in der ersten Elf stehen, ja. Auf jeden Fall. Ein Name ist gerade nicht gefallen, bei denen, die nicht zur Verfügung stehen oder sowas. Daraus schließe ich, dass Schiller im Kader sein wird. Davon ist auszugehen. Alles klar. Und damit ist das Thema auch erledigt für euch? Ja, grundsätzlich ist, glaube ich, sehr viel geschrieben, gesprochen, kommentiert, dokumentiert worden, was den Fall betrifft. Und ich und die sportlichen Verantwortlichen haben uns vornehmlich mit Meppen beschäftigt. Das heißt, unser Fokus lag generell auf der Gegneranalyse und auf das, was wir am Wochenende machen. Und damit ist mit dem, was passiert ist, für uns auch ein Haken dran. Da wurden dann die entsprechenden Personen oder die handelnden Personen haben Entscheidungen getroffen. Und deswegen steht er jetzt als Sportler auf dem Platz wieder bei uns. Temperaturen, weiter warm, nächste Woche, englische Woche gleich. Geht das so langsam an die Substanz dann auch oder ist das noch alles im Bereich des Normalen? Ja, schwierig zu sagen. Wir hatten ja jetzt erst ein Spiel. Da hatte ich den Eindruck, dass meine Mannschaft über 94 Minuten marschieren kann und in der Lage ist, halt auch diesen Level zu halten. Es wird nicht einfacher. Wir haben 3 Spiele innerhalb von 6 Tagen. Eine wichtige Pokalpartie steht noch an in den nächsten 14 Tagen, also 2 englische Wochen. Ich bin froh, dass wir so viele gesunde Spieler aktuell im Kader haben. Deswegen werden wir die Intensität sicherlich nicht runterschrauben, aber vielleicht innerhalb der Elf oder in dem Kader ein bisschen mehr durchwürfeln. Jetzt, wo der Kollege das gerade ansprach, das letzte Spiel. Es ist ja in der Tat dann so, wenn ich das jetzt richtig nachgerechnet habe, vor 20 Jahren war es der letzte Auswärtssieg mit dir dort im Punktspielalltag. Jetzt mal in die Pokalspiele NFV und so raus. Ja, ist das ein gutes Omen? Klingt komisch, ist aber so, ne? Also, ja, lag aber auch vielleicht daran, dass in unterschiedlichen Ligen man ja auch unterwegs war. Gerade SV Meppen war ja dann doch nicht so lange mehr im Profifußball vertreten. Wir hatten das Glück, dass wir nochmal in der zweiten Liga ein paar Spielzeiten absolvieren durften. Die Begegnungen leben sicherlich immer dann von diesem Charakter, der so ein Derby mit sich bringt. Und dann gab es in den letzten 20 Jahren dann ein bisschen weniger, aber das nehme ich immer mit. Wenn das der letzte Auswärtssieg war in einem Pflichtspiel, dann werde ich meine Jungs daran erinnern. Bildmaterial gibt es wahrscheinlich nicht mehr oder vielleicht kann ich den Jungs noch was zeigen. Soweit man es sehen konnte im Nebel, aber ja, es zählt sicherlich dann auch am Samstag nicht. Es sind andere Spieler auf dem Platz. Es ist vielleicht dann nur noch ich als Trainer in der Erinnerung. Und ja, was Baschim schon sagte, wir gehen das Spiel an wie jedes andere auch. Wir wissen, dass es einen besonderen Charakter hat innerhalb unserer Fanszene, bei unseren Zuschauern auch. Das Stadion wird nahezu ausverkauft sein, also ja, schönere Plattform, dritte Liga, volle Stadionstimmung gibt es aktuell nicht. Ein Spiel wie jedes andere, das heißt dann auch, ihr, was die Vorbereitung anbetrifft, auch so wie immer. Nicht, aber eigentlich nicht wie immer, ihr reist erst am Spieltag an, ne? Ja, aber es ist einfach dem geschuldet, dass die Entfernung nicht so weit ist. Das haben wir in der vergangenen Saison, nach Lotte sind wir am Spieltag gefahren, nach Bremen sind wir am Spieltag gefahren, also somit. Es ist sicherlich so, dass wir vielleicht nicht vielen Stunden da miteinander verbringen müssen und vielleicht auch noch ein bisschen das Budget ein wenig schonen können. Und entsprechend macht es auch keinen Sinn. Wir haben ein Tageshotel, wir fahren ab morgens 10 Uhr sind wir unterwegs und dann wird die Vorbereitung auch im besten Fall optimal sein, wie mit Übernachtung. Vor 20 Jahren und auch letztes Jahr, als der VfL da spielte, waren die Fans so in dieser weiten Kurve hinten irgendwo. Jetzt steht da mittlerweile eine neue Tribüne hinter dem einen Tor, wo die Gästefans platziert sind. Also erwartest du auch da lautstärkenmäßig die Unterstützung, die euch dann vielleicht dann noch letzten Kick geben könnte? Ja, wenn man die letzten 7 Tage so nochmal Revue passieren lässt, dann kommt sicherlich dieser Moment, wie sind wir hier empfangen worden, als die Aufstellung vorgelesen wurde, der Auftritt, als die Mannschaft aus der Kabine kam. Das hatte was, dass wir sicherlich noch von den Zuschauern
ein paar Prozent dazu bekommen haben. Und dann in der 94. Minute, glaube ich, wo das Stadion stand und dann der Ball im Tor war, hat man gesehen, wie sehr diese Unterstützung helfen kann. Und klar freuen wir uns, wenn uns am Sonntag dann zahlreich Fans aus Osnabrück begleiten. Und da sie jetzt näher am Spielfeld dran sind, wird es dann vielleicht noch mal ein bisschen lauter. Und wenn es dann das richtige Tor auch ist, dann freuen wir uns, wenn wir vor der Kurve auch wieder stehen dürfen.